Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall super. Und zwar mache ich heute eine Mittagsroutine. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega, weil ich bin gerade so richtig super motiviert, richtig viele Videos zu drehen und so. Macht mir einfach gerade irgendwie total Spaß, weil es halt, was soll man denn machen? Also es ist voll langweilig und so, gerade in der Ausgangssperre. Und so finde ich jetzt irgendwie voll doof, weil mir ist immer langweilig und ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann mich nicht so oft mit Freunden treffen, weil die meisten halt leider nicht dürfen. Aber kann ich verstehen, Gesundheit geht natürlich vor. Und genau, heute werden wir eine Mittagsroutine machen, habe ich ja schon gesagt. Und zwar habe ich mich gerade eben fertig gemacht. Ich habe meinen neuen Concealer ausprobiert. Das ist der hier, weil meiner davor war halt alle. Von Wet n Wild, dieser Concealer hier. Der ist auch mega gut. Wie ihr seht, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, den habe ich gerade drauf. Und ja, genau. Dann habe ich mir noch einmal gestern zwei Lippenstifte gekauft. Auch von Wet n Wild. Das sind diese Töne hier. Ich finde die Verpackung irgendwie voll cool mit der Lippe hier. Genau, also den habe ich. Ich habe jetzt, glaube ich, den hier drauf. Ich weiß es gar nicht, weil die sehen sich sehr ähnlich. Genau. Und was macht mein Füller denn hier drin? Ach, keine Ahnung. Genau. So, ich habe noch den hier neu bekommen. Ja. Das ist jetzt so ein, ich weiß nicht, ob das manche kennen. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Beauty Blender. Der ist halt mehr so für kleinere Stellen. Ich glaube auch mehr so für einen Concealer. Damit kannst du halt das Make-up verblenden, weil man kann ja nicht das Make-up jetzt... Ja, okay, das ist jetzt ein doofes Make-up. Das ist jetzt... Ja. Das habe ich geschenkt bekommen, aber das finde ich eigentlich generell auch voll cool. Und... Ja. Genau, also damit macht man halt das Make-up richtig, also zum Verteilen und so. Und genau... Ich würde sagen, wir gehen gleich schon an die erste Stelle. Und zwar werde ich jetzt erstmal mein Zimmer aufräumen. Genau. Und ich würde sagen, los geht's. So Leute, und zwar mache ich jetzt mein Bett erstmal, weil wenn ich geschlafen habe, kann es auch mal ganz schön chaotisch da drin aussehen. Also würde ich mal sagen, wir machen mal ganz schnell mein Bett. So, also jetzt werde ich noch meinen Schreibtisch aufräumen. Oh Gott, der sah mir so schlimm aus. Aber jetzt muss ich euch auch noch mitteilen, ich habe meine Hose angemalt, weil mir abends um 3 oder so langweilig war. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Meine Eltern haben schon geschlafen. Und ja, also ich hoffe, das geht raus. Und zwar habe ich mir eine Bettwäsche von Billie Eilish bestellt. Und die ist so cool, da ist aber so ihr Gesicht drauf. Und das finde ich halt cool, weil dann kann ich die immer abends sehen. Und genau, ja, hier male ich gerade so ein Malen nach Zahlen Bild. Das ist jetzt nicht so schön geworden, aber ja. Und ich kriege das jetzt hier nicht mehr rein. Ja. Also, so, wir werden jetzt gleich nochmal meinen Teller runterbringen und noch ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Und ich werde jetzt erstmal einen Lappen holen und den Tisch sauber machen. Ich krieg's nicht ab. Was ist das? Oh, das ging ja einfach. Respekt. Na, einfach. Wieso kann ich nicht mit dem Staubsauger umgehen? Ich werde jetzt erstmal ein bisschen im Haushalt helfen. Also, ich sauge immer selber mein Zimmer meistens. Außer wenn ich halt bei Freunden geschlafen habe oder so. Ja, stimmt, da lädt ja mein Handy.
Ja. Ich werde jetzt erstmal den Staubsauger anmachen und staubsaugen. Jetzt kommt die Spezialität. Wir werden jetzt zu Jungs reingehen und den richtig nerven. Wenn ihr noch nicht den Krieg gesehen habt mit dem Vater von mir und Jungs, dann guckt euch das an und das werde ich jetzt mit ihm machen. Ach, was für ein schöner Tag. Komm, wollen wir heute rausgehen, Jungs? Wollen wir heute rausgehen, Jonas? Nee, wieso? Ist ja nicht dein Haus. Los, komm, aufstehen. Hier, ich hol dir deine Sachen. Hier, aufstehen, anziehen. Hier, latschen, hier vorne. Komm, T-Shirt anziehen. Hier, Kopf hoch. Zieh dich an. Kopf hoch. Los, anziehen. Also, jetzt nicht frech werden hier, ne? Komm. Oh, Leute, womit kann ich ihn denn ärgern? Er hat mich früher immer mit Wasser angespuckt. Das mach ich. Guck, da steht er auf. Da steht er auf. Du Lorda, du, ich kenn dich. Lecker. Schön verteilen. Sag, du hast, der hat immer so eine Vanille vom Türken, diese Gummibärchen genommen, hat er immer so bei mir gemacht. Und dann irgendwann mal war das in meinen Haaren, da hat er mich mit Gummibärchen angespuckt. Kannst du dich noch daran erinnern? Stimmt das? Ja. Ja, nick mal, ja, das stimmt. Mhm. Ja, mhm, zieh dich an. Los, komm, Kopf rein. Okay. Los, Arm rein. Kann nicht. Ja, 12.40 Uhr. Hätte ich dich nicht geweckt, hättest du bis 17 Uhr geschlafen. Los, komm. So, komm. Los. Mein bester Bruder. Ja, komm, steh auf. Ja. Boah, ich dachte schon gerade. Soll ich dir mal die Haare so richtig rot färben? Ich hab Urlust drauf. Boah, Leute, wir machen das mal wirklich. Boah, ich färb dir mal die Haare so richtig, dass es rauswächst. So, Leute, und zwar werden wir jetzt zu DM fahren. Das ist so ein Drogeriemarkt. Da gibt es halt so mehr so Kosmetik und Pflegesachen und so. Und mit meiner Freundin fahre ich jetzt gleich hin. Wir holen sie gleich ab. Und ich habe auf jeden Fall neue Schuhe. Aber die bleiben natürlich nicht so. Ist mir irgendwie ein bisschen zu langweilig. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach ein Billie Eilish-Muster oder so drauf. Also auf jeden Fall werden wir die noch sehr, sehr grün-schwarz gestalten. Wie Billie Eilish. Tschüss, bis gleich. Und ich werde jetzt bei dir erstmal klingeln. Und ja.
Komm, zu der. Willst du zu der mit? Ja, warte. Na, sie hat sich schon fertig gemacht, weil ich ihr gesagt habe, dass ich komme. Und wir warten da zusammen irgendwie hingehen. Irgendwie auf jeden Fall. Die arme Tür, warum knallt sie die so zu? Also wir fahren jetzt zur DM zusammen und ja, ciao. Wow. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute, oh mein Pony. Wir sind jetzt bei DM angekommen. Hier vorne ist DM. Genau. Und wir werden jetzt gleich reingehen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben. Wir werden auf Instagram noch zeigen, was wir uns beide halt gekauft haben. Und genau. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Und ich wünsche euch allen noch viel Gesundheit. Und ja, passt auf euch auf. Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.